Umgang mit Gegnerschaft. Jesus hat mal gesagt, liebe deine Feinde. Vermutlich würde man es besser nennen, liebe deine Gegner. Denn Feinde ist ja ein sehr starkes Wort. Du musst gegenüber niemandem Feindesgefühle haben. Du kannst jeden lieben. Aber es ist klar, es gibt auch Gegner. Wenn du zum Beispiel dich bewirbst für einen Vorstandsposten, dann mag es andere geben, die es auch werden wollen. Wenn du irgendwo etwas verkaufen willst, gibt es andere, die es auch verkaufen wollen. Wenn du eine bestimmte Wohnung mieten willst, vielleicht gibt es andere, die die Wohnung auch mieten wollen. Und so ist es ganz natürlich, dass es immer wieder Gegner gibt. Wichtig ist, gehe mit deinen Gegnern auch freundlich und höflich um. Es heißt so schön, man sieht sich nicht nur zweimal. Und es ist gut, auch mit Gegnern, mit Freundlichkeit und Liebe umzugehen. Und manchmal kann man auch überlegen, wäre es nicht klug, den Gegner zum Freund zu machen? Manchmal kann man überlegen, was sind unsere beide Anliegen? Und könnte man nicht schauen, wie wir beide unseren Anliegen gerecht werden können? Vielleicht will der eine unbedingt diese Wohnung und vielleicht kennt er eine andere Wohnung, die dir besser liegt. Vielleicht könnt ihr euch so absprechen und könnt so euch gegenseitig helfen. Oder vielleicht will der andere sich auch um einen Vorstandsposten bewerben, aber vielleicht nicht um den gleichen. Häufig kann man überlegen, welche Anliegen habe ich, welche Anliegen hat der andere. Und manchmal werden dann aus Gegnern Freunde, mindestens Kooperationspartner. Und selbst wenn es ein Nullsummenspiel ist, der eine kann gewinnen und der andere muss verlieren, selbst dann kannst du fair sein, mitfühlend und dem anderen die Hand reichen. Aus einem sportlichen Wettkampf können auch Freundschaften erwachsen.